Hallo Leute und ich begrüße euch herzlich in der Pokémon-Liga mit meinen wunderbaren neuen trainierten Pokémon mit euch. Ja, das ist jetzt das Team, mit der ich dieses Spiel beende. Naja, so ziemlich die eine Hälfte, weil nach Kanto reisen... Nee, ich glaube, darauf habt ihr keine Lust mehr und ich habe darauf auch keine Lust mehr. Also außer ihr sagt jetzt, hey, ich möchte das unbedingt machen, dann schreit das und zwar so laut, dass ich es höre. Bitte. Von euch zu Hause aus, auch wenn ihr in Stuttgart wohnt. Ja, das schafft ihr. Bestimmt. Irgendwie. Wir haben jetzt ein wunderbares Galoppa Level 46, welches mit Rune zusammen ist. Level 51 hat sich immer noch nicht zu einem Dragoran weiterentwickelt. Ich glaube, das kommt erst auf 55. Dann unser Klex ist auf Speed Level 47. Es hat Antikraft gelernt. Ich habe das extra gemacht. Ich habe mir extra eine Herzschuppe gesucht, irgendwo an irgendeinem Strand. Hab die denn bekommen, bin zu diesem bekackten Attackenerlerner gegangen und hab dann Antikraft erlernen lassen und dachte mir so, jetzt endlich wird das auch zu einem Mammutel. Deswegen, das mache ich gleich mit euch, mit einem Sonderbonbon. Buffdinator immer noch mit... Moment. Ja, Kleck zusammen, Pikaprinz mit Kovalis und so weiter und so fort. So läuft das. Und wir haben hier wunderbar einen Sonderbonbon, zwei Sonderbonbons. Aber wir entwickeln nur eins weiter. Weißnebel, warum bräuchten wir Weißnebel? Nein, danke. Das braucht man nicht. Aber aufgrund von Antikraft, durch diese antike Kraft, wird es zu einem Mammutel. Ich bin so stolz auf dich, Klecks. Und nein, du sollst immer noch nicht Weißnebel ernähren. Tut mir leid. Weißnebel nicht lernen. Nein, danke. Ah, finde ich schön. Genau, nebenbei vielleicht nochmal so KP Plus. Wer bräuchte hier noch so ein paar KP? Wer ist noch so ein bisschen am Rumschwächeln hier? Rune, was ist los mit dir? Dein Buffdi hat dich ja fast eingeholt hier. Das geht ja mal gar nicht. So, was haben wir noch hier? Eisen. Verteidigung. Wer hat denn hier nicht so tolle Verteidigung immer? Ich glaube, das bist auch du, mein Freund. Ja. Du musst hier ein bisschen gestärkt werden. AP Plus finde ich super. Finde ich gut, finde ich geil. Das kriegt erstmal hier gleich... Der wunderbare Ladungsstoß von Pikaprinz. Proteine für den Angriffswert. Kann man immer gebrauchen. Da kann unser fast stärkstes Pokémon mithalten. Jo, mir fällt gerade ein, ich habe Rune ein bisschen krasser trainiert. Aber hier Klecks, der kann auch nochmal richtig mit Angriff auf die Tischkante hauen. Und jetzt will ich auch gar nicht so lange labern, denn ich will mir noch was einkaufen. Man kann nie genug kaufen. Bälle. Wer braucht Bälle hier noch? Ich brauche Tränke. Ja, und Hypertränke reichen aus. Da bin ich mir ganz sicher. Weil ich habe kein Pokémon, was über 200 hat. Ach komm hier. Wir füllen 14. Passt. Fast unser ganzes Geld, aber mehr brauchen wir auch nicht. Ehrlich. Das ist jetzt alles oder nichts hier. Wenn wir das einmal verkacken, war's das. Also, sobald hier alles down ist, war es down. Guten Tag. Ist das geil? Trainer können so bis hierhin gehen und dann so, ich will dich. Und dann so mit Abra wieder nach Hause teleportieren. Oh mein Gott, ist das armselig. Auf geht's. Ja, ich weiß, was auf mich wartet. Es gibt kein Zurück mehr und ich bin bereit mit einem Mammut hinter mir. Mache ich mich auf hier rein. Und ich muss noch überlegen. Ich kämpfe gegen den Psychotypen als erstes, ne? Ich habe mir da irgendwas Gutes dabei gedacht, aber so sicher war ich mir jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich belasse es bei dem Paar. Nee, ihr wart kein Paar. Das war irgendwie ein bisschen andersrum. So rum war das. Und los geht's, würde ich sagen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name ist... Ich habe ihn vergessen, aber ich bin ein Psychotrainer. Das erkennst du schon an meiner tollen Brille. Willi. Willi der Bücherwurm. Guten Tag, Willi. Haben Sie etwas zu viel gelesen, mein Freund? Anscheinend schon, denn Ihr Xatu ist jetzt gleich down. Auch wenn Sie das nicht mitkriegen. Danke, Pikaprinz. Auf dich ist immer Verlass. So, das ist jetzt verwirrt, ist mir aber egal. Das war Pikaprinz. Rossana. Nein, ich wechsle nicht zu einem Golbat aus. Ich habe gerade gesagt, ich wechsle nicht aus. Warum drücke ich auf Pokémon wechseln? Egal, wie ich selber gar nicht wissen. Ampelleuchte bitte. Und Psychokinese haut rein. Bitte nicht selbst verletzen. Nein, nicht machen.
Todeskurs ist kacke. Alles ist kacke. KPAP. Habe ich hier irgendwie das wie Top-Genesung einmal. Bringt das mir jetzt was? Ja. Scheiß drauf. Das wird schon. Wenn du stirbst. Wenn du stirbst, Kind. Wenn du stirbst, Kindchen, ey, das. Ey, Rosana, was ist dein Problem? Erklär mir das mal. Was ist bitte dein Problem mit Pika Prinz? Natürlich, ey. Wehe, du crittest noch ein einziges Mal. Wenn du noch einmal crittest, dann, tschüss, kannst du auf Wiedersehen sagen. Hui, danke. Was soll dieser Todeskuss immer? Ich will einmal angreifen. Einmal. Bitte lass mich einmal angreifen, Rosana. Ich weiß, das ist dein Ende, aber lass mich doch bitte angreifen. Ich hab keinen Bock auf 100 Jahre denselben Kack hier mit Psychokinese und Todeskuss. Kann ich mit diesem Todeskuss auch mal umgehen, bitte? Freunde, ich kann ja jetzt auch nichts machen. Jetzt kommt erstmal die Psychokinese wieder. Jetzt muss ich wieder aufhalten. Jetzt kommt wieder der Todeskuss. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin hier schon wieder am Rumragen. Ich weiß, das ist mitten in der Nacht, aber... Icy, danke, darauf habe ich gewartet. Oh, und dass das Ding daneben geht. Du wusstest, dass es dein Ende ist. Fast. Du willst mich echt verarschen mit dem Todeskuss. Nein, das mache ich. Ich mache das jetzt nicht. Ich lasse das jetzt zu. Auch wenn du schläfst. Du wachst jetzt auf, mein Freundchen. Ey, Digga. Du willst mich doch verarschen. Wir haben uns so gut verstanden, Pika Prinz, und jetzt lässt du mich eiskalt im Stich. Zum Glück habe ich 40 Hypertränke gekauft. Ich glaube, das war nötig, ey. Aber ich hätte mir mehr Aufwecker holen sollen. Jetzt mal ein Hyperheiler. Ja, ich werde es bereuen, wenn irgendwie ein Typ mit Feuer und Verbrennung ist. Aber ich würde es noch mehr bereuen, wenn Pika Prinz jetzt hier drauf gehen würde. Tschüss, Rosana, danke. Du schläferst kein Pokémon mehr ein. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sonst nennen soll. Weiter kämpfen. Kokowai hat jetzt eiskalt verkackt wegen Vielfachschwäche. Ich hätte auch fast eiskalt verkackt, weil meine Spezialverteidigung jetzt auch runtergegangen ist. Holy fucking shit. Lamus hier. Pff, was will denn das Ding? Erstmal Hypertrank. Ja, ich weiß, das ist ganz dringend. Und hat er eigentlich noch andere Attacken außer Psychokinese? Aquawelle. Gegen ein Elektro-Pokémon. Ja, mein Freund, du gehst am besten nochmal zurück in die Pokémon-Schule und lernst erstmal ein richtiges Pokémon kennen. Denn das macht nämlich gerade dein Team fertig. Oh yeah. Konfustrahl. Als ob mich das jetzt noch beeindruckt. Ich habe mein Pokémon 100-mal gerade aufgeweckt. Und du kommst jetzt mit Konfustrahl. Du kommst jetzt mit Konfustrahl, grüner Vogel. Ich wirk dich gleich blau. So sieht's aus. Und wenn mein Ampharos sich jetzt nicht zu einem Mega-Ampharos mit Drache weiterentwickelt, dann weiß ich auch nicht. Ey. Hui. Runde 1 geschafft. Ich würde sagen, es geht weiter in Runde 2. Ne? Und bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Schlürft einen warmen Kakao hier in dieser warmen, kalten Winterzeit. Wir sehen uns, ne? Tschüss denn.